Der Microsoft Flight Simulator 2020 ist jetzt auch bei mir angekommen. Also was heißt jetzt schon, das ist jetzt schon ein paar Tage her, wo ich den installiert habe. Und habe ich mir halt jetzt mal angeguckt in den letzten Tagen und halt auch ganz spezielle Dinge mir angeguckt, aber da kommen wir noch zu. Hier sieht man auch noch ganz deutlich so, am Anfang habe ich mal so ein bisschen die Tipps drin gelassen, habe mir mal angeguckt, was kommt da, also zum Beispiel für den Anfänger, was gibt man ihnen an Tipps, an Möglichkeiten an die Hand, um halt in die Materie reinzukommen. Habe ich dann aber eigentlich sehr schnell ausgeschaltet, weil da jetzt so für mich auch nicht allzu viel brauchbarer Kram dabei war. Aber für den Anfänger finde ich, ist es super, dass er da so ein bisschen Hilfestellungen bekommt, weil wir müssen ja nun auch davon ausgehen, dass Leute mit dem Microsoft Flight Simulator 2020 liegen werden, die jetzt vielleicht vorher noch nichts gemacht haben in der Hinsicht und überhaupt keine Vorerfahrung haben. Und dann finde ich das immer gut, wenn da auch so ein bisschen was kommt vom Hersteller. Wie kommt man da rein? Es gibt auch eben große Tutorials, wo man halt an den Landeanflug und sowas herangeführt wird. Und das finde ich auch gut so. Hier, ich bin gestartet in Mendig-Main. Ich fliege jetzt gerade also in Richtung Maria-Laach. Und fliege jetzt gleich auch unten an der Klosterabtei auch mal vorbei, um sich das mal anzugucken. Und ich finde also so im Groben und Ganzen, finde ich das einfach fantastisch gemacht, was da passiert und auch wie es dargestellt ist, auch aus Höhe dargestellt ist. Wir haben natürlich so ein paar Sachen, wo man sagt so, okay, das ist durch das Verfahren, das eben durch die KI, es wird ja nicht händisch gesetzt, sondern eben anhand der Satellitendaten dann von der KI auch die Gebäude errechnet, automatisiert da eingefügt anhand der Daten, die die KI da bekommt. Und dadurch kommt es natürlich zu, ja, Abweichungen bei den Gebäuden und auch vielleicht bei der Bewaldung und sowas. Das ist dann einfach so. Aber im Groben und Ganzen muss ich sagen, ganz großen Respekt vor dem, was man hier gemacht hat, weil das doch schon sehr, sehr abgefahren aussieht. Und wenn man sich mal überlegt, den Vorgänger, also der FSX, das war zum Schluss für mich. Hier unten sieht man die Abtei und das ist dann halt mehr so ein Fabrikgebäude. Und auch hier unten, da sieht man zum Beispiel so, dass teilweise dann Stege im Wasser drin sind und auch am Rhein zum Beispiel in Köln, dann sind dann die Schiffe unter Wasser oder Brücken sind mal unter Wasser. Das ist dann einfach so, weil diese KI eben die Höhe nicht richtig berechnen kann und dann sind teilweise eben Gegenstände nicht richtig von der Höhe positioniert. Aber man will das Programm, also diesen Flugsimulator, will man ja 10 Jahre betreuen. Das heißt, es ist genug Zeit, um da auch händisch anzupassen und solche Sachen, solche Schwachpunkte eben auch aus dem Spiel rauszubekommen. Aber wie gesagt, so im Groben und Ganzen ist das einfach fantastisch gemacht und es ist eine ganz andere Baustelle als der Vorgänger, der für mich zum Schluss einfach auch gar nicht mehr fliegbar war. Das hat einfach keinen Spaß mehr gemacht mit diesen komischen Texturen, die da ins Wasser reingingen und Fabrikgebäude unter Wasser und sowas. Also wirklich nicht mehr schön anzusehen und das ist jetzt der Nachfolger und da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mich schon ziemlich an, das Produkt. Ja, das ist in vielerlei Hinsicht. Ich bin halt am Anfang, wie man hier sieht, so, ich bin überwiegend halt in ländlichen Regionen geflogen und habe mal geguckt, wie ist es da, weil ich wusste, dass es eben hier nicht händisch angepasst ist, sondern das von der KI berechnet wird. Und das war für mich dann erstmal viel interessanter, als über Berlin, Paris oder London oder sowas zu fliegen, wo ich halt wusste, dass man da schon sehr akkurat schon nachgebessert hat oder eben durch Bilder, die die Leute einschicken, auch versucht, das Ganze zu verändern. Ja, und was ich da angeboten hatte, weil ich eben in IL 2 in der Ardennenregion auch schon geflogen bin, als damals die Rheinlandkarte halt veröffentlicht worden ist und mir halt eben das Urtal angeguckt habe, habe ich gesagt, so, alles klar, so Mendig-Main, bisschen in die Eifel rein, bis zum Nürburgring mal rauf und dann halt hier, wie man sieht, die Uhr ein Stück raufgeflogen in Richtung Vianden, luxemburgisches Ardennengebiet und habe dann da mal geguckt, wie sieht das aus, wie ist es gemacht. Und das war das, was mich eigentlich so am meisten interessiert hat am Anfang. Nicht die großen Städte, sondern mehr in die kleinen ländlichen Regionen, von denen ich wusste, dass eben das nur durch die KI berechnet wird, also Platzierung der Gebäude, Platzierung der Straße und der Flüsse und sowas. Und
Das ist schon ganz spannend gewesen, hier mal lang zu fliegen, weil teilweise ist es dann wirklich so, dass der Fluss zum Beispiel, dass der mal auch bergauf fließt, was dann alles so ein bisschen seltsam aussieht, oder auch eine Straße vielleicht dann mal in Vian unten durch den Fluss durchgeht. Also da sind definitiv noch Sachen drin, wo noch Arbeit geleistet werden muss, bis das komplett stimmig ist, also zu 100% stimmig ist. Aber nichtsdestotrotz vom ersten Gesamteindruck her, muss ich ehrlich sagen, bin ich total begeistert davon. Ich bin echt geflasht, weil für mich so als ja, virtuellen Hobbypiloten das natürlich die Möglichkeit gibt, sehr lange Flüge, sehr lange Strecken zu fliegen, überall auf der Welt zu fliegen, mir alles anzugucken. Und ich habe also schon sehr spektakuläre Plätze auch gesehen, was sehr viel Spaß gemacht hat, da zu fliegen. Also auch in den Pyrenäen zum Beispiel zu fliegen und so, das ist schon einzigartig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, macht mich der Microsoft Flight Simulator 2020, der macht mich jetzt schon sehr glücklich. Und ich habe natürlich in den letzten Tagen ja eine Menge Zeit damit verbracht, dieses Produkt, diese Software erstmal so für mich so ein bisschen gangbar zu machen und etwas komfortabler zu gestalten. Das heißt, ich habe mir jetzt auch schon hier eine Tablet-Steuerung mit dem Rockhard Power Grid gemacht und sowas, damit ich nicht mehr alle Knöpfe belegen muss und sowas. Das ist schon alles etwas komfortabler für mich. Und ich habe also überwiegend im Moment fliege ich die Slin Aviation Savage Cup, also so angelehnt an die Piper J3 irgendwie so, Piper J3 Cup oder L4 Cup und so, das was ja nun wirklich ein sehr berühmtes Flugzeug ist, und habe dann auch schon angefangen für mich so die ersten Custom-Texturen da zu hinterlegen. Und da kommen wir aber noch zu im nächsten Teil, zeige ich mal so, was ich da alles schon so eingebaut habe für mich, weil ich auch klar, ne, auf dem Background meines Kanals dann eben auch mehr aus der militärischen Ecke komme, immer viel Mil-Sim geflogen bin und dann einfach bei der Savage Cup direkt gesehen habe, so ja, das ist für mich eine Entschädigung mit einem für den immer noch nicht vorhandenen Fieseler Storch, also so in keinem Spiel habe ich einen Fieseler, aber ich hätte ihn gerne so, und da ist das halt mit der Savage Cup, mit der Slin Aviation, ist genial für mich, ist ein schönes STOL, ne, also Short Takeoff and Landing Flugzeug, ne, und man kann man herrliche Faxen mitmachen, also gerade so mit Slip und sowas, die Landebahn ist schon, also ich habe unter 20 Meter habe ich jetzt schon hingelegt und so, also es ist ein crazy Flugzeug und die braucht einfach eine vernünftige Bemalung, aber wie gesagt, da kommen wir noch zu. Jetzt hier im Urtal, also das ist, wie gesagt, ich fand es super, so wie es aussieht. Ruckler, Performance, bei mir läuft das wie Schmitz Katze, ja, das Produkt, ich kann mich da nicht beschweren, ich habe jetzt, wird man nachher auch sehen, wenn ich nach Vianden dann aus der Urschleife rauskomme, so, dann sieht man das, also beziehungsweise vor der Urschleife, dass es da ein bisschen stottert. Und in New York hatte ich auch mal so ein bisschen Performance-Probleme, weil da einfach die Bandbreite meiner Internetleitung nicht ausreichte, also die 16 Mbit, die ich hier habe. Da gab es dann halt eben auch so Probleme mit dem Nachladen, den Texturen und sowas. Das kommt dann schon vor, aber so, wie man ja sieht, ne, das läuft bei mir alles mit 60 FPS, schnuckert das durch. Also ich kann mit 59,95 kann ich capturen oder 59,4 und habe da überhaupt keine Ruckler drin. So, das ist tipsy-topsy. Und auch das FM der Flugzeuge, da kommen wir aber bei der Savage Cup, kommen wir dann noch im Detail zu, weil das ist so die erste Maschine, die ich mal vorstellen werde. Da kann ich mich mal gar nicht beschweren. Das Ding ist also so genial zu fliegen. Das macht so einen Spaß. Und auch, wie es sich in der Luft verhält, top. Also ich meckere da gar nicht dran rum. Ich habe schon also woanders auch in Foren gelesen, so dass jemand da halt auch schrieb, und dann geht die auch mal mit der Nase rauf und sowas. Aber das sind alles Bemerkungen, die ich bei mir jetzt tatsächlich nicht habe. Also ist so, ne? Ich habe die jetzt in einem Flug, also ich habe einen Flug absolviert halt von Ostende rüber nach Dover. Das ist eigentlich eine Anlehnung an einen Flug, den ich mit dem Fokker D7F damals in Rise of Flight gemacht habe. Hier kommt es jetzt, das ist die Stadt Vianden. So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich mal ziemlich genial. Oben die Burg ist natürlich, von den Gebäuden her ist es nicht so, wie es wirklich ist. Ja, aber man sieht, ne, die Gebäude sind auf dem Berg oben drauf, und auch die Anordnung der Stadt an der Straße, so wie es platziert ist, ist das genau exakt wie Vianden 1:1. Also echt cool gemacht so, und gerade hier in den ländlichen Regionen, wo die KI das halt eigenständig platziert,
war ich doch schwerst begeistert. Ne? Da sieht man immer so, so, ganz, so ein paar Ruckler sind halt drin gewesen. So, ne? Aber wie gesagt, das ist alles, was ich da mal an Rucklern habe. Also es läuft bei mir brillant, das Produkt. Und ich bin auch schwerst begeistert, eben auch vom FM. Ja, weil lässt sich wirklich super fliegen, die Savage Cup. Und das ist halt auch im Moment mein bevorzugtes Flugzeug. Ja, das ist so die erste Vorstellung gewesen vom Microsoft Flight Simulator 2020, so wie ich das sehe, in meinen Augen. Und klar, da werden jetzt etliche Movies noch kommen von mir zu dem Produkt und wo man mal so ein bisschen auch ins Detail geht. Also erstmal eine Vorstellung auch der Hardware, was ich da gemacht habe und dann auch so ein bisschen Faxen, Kaspereien, die ich gemacht habe. Zeige ich aber auch noch, ne, so Landung auf dem Nürburgring oder mal eine Platzrunde auf dem Nürburgring gedreht und so. Also fiese Matenten. Und wie gesagt, ich bin total begeistert von diesem Tool, von dieser Software. Das macht richtig, richtig Laune. Aber da gibt es auch noch Kritikpunkte zu, so wo ich so den Nutzen zum Beispiel für jemanden, der nicht so fliegerisch ambitioniert ist, da habe ich auch so ein Problem mit, wo ich mir denke, wo sind denn da eigentlich die Spielinhalte? Aber da kommen wir noch zu. Ja, in diesem Sinne mein erster Eindruck vom MS-2020, mal so kurz geschildert, aber wie gesagt, auch nur kurz geschildert und mal gezeigt. Ich finde es total abgefahren, mir macht es mega Laune, da bis zu fliegen, zu spielen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil. Tschüss.